So, wir haben ab nur im Schlepptau. Ich rate zur Wachsamkeit. Alte Kanalisationen ziehen allerlei Ungeziefer an. Und es wird nicht lange dauern, bis euraxische Soldaten nach uns suchen. Ich kann als Unterstützung derzeit nur Ratschläge bieten. Also meidet, was ihr könnt. Schaltet aus, was sich nicht meiden lässt. Und passt auf, in was ihr hineintretet. Ach du Scheiße. Ja, dann gehen wir mal links rum, ne? Die Kanalisation von Krempen. Oder zumindest vom Palast. Habt nur ist keine Hilfe, übrigens. Der ignoriert gekonnt jeden Angriff. Gut. Gehen wir doch einfach mal durch die Kanalisation. Oh, Salamander. Gibt doch noch Salamander hier. Ohrenen. Das erinnert mich so ein bisschen an die Kanalisation aus Diablo 3. Allerdings aus der oberen Perspektive halt. Aber so ähnlich sehen die auch aus. Rattenplage, ja. Oh, hat ja gesagt, vermeidet, was sich vermeiden lässt, ne? Die lassen sich definitiv vermeiden da hinten. Okay, hier um die Ecke wird wahrscheinlich eine sein, oder? Ne? Ah, da. Das war nämlich abzusehen. Gut. Da sind schon die ersten Ritter. Okay. Naja, recht solide, ne? Ich kann sogar noch, während ich andere Zauber caste, dauercasten. Sehr schön. Du bist die Fähigkeit auf jeden Fall wertvoll geworden. Oder zumindest die Fähigkeitsstrang, es gibt ja mehrere. Wenn man von Teufel spricht, ich kann gleich direkt weitermachen. Können natürlich auch erstmal abwarten. Wir warten nochmal ein bisschen ab, bis die weiter gelevelt sind.
Ich rate zur Wachsamkeit. Ja. Er sagt nichts Neues. Das ist aber gut zu wissen. So, es wird einige geben, die gerade diesen Stilmittel. Der Weg nach draußen. Ja. Endlich. Ich ertrage diesen Gestank keinen Augenblick länger. Die diesen Stilmittel gerade missfallen haben, dass ich jetzt einfach nur in Schritttempo lang gegangen bin, aber manchmal muss man auch so ein Let's Play entschleunigen und das baut sich gerade an. Das Licht ist ganz schön hell da draußen. Nördlicher etwa. Ich dachte gerade, wir sind in Stiche gelandet. Dann wäre es aber eine wahnsinnig große Kanalisation gewesen. Jo. Gut, wir sind auf jeden Fall schon mal aus den Kanalisationen raus. In Sicherheit glaube ich aber noch nicht. Ich wette, hätten wir Aurixia überreden können oder einschüchtern, hätte es gewirkt. Das war eine Doppelprüfung. Aber wir können ja weder noch, wir müssen uns mit den popligen Aufgaben zufrieden geben. Ah, hier sind wir. Nun, das war eine Erfahrung, die nicht in meine Memoiren kommt. Hier trennen wir uns. Dann fällt es Auraxias Schergen schwerer, uns zu verfolgen. Wir haben versagt. Die Unterredung war ein Desaster. Na. Es hat sich besser entwickelt, als ich erwartet hatte. Wir wissen, dass Auraxia etwas aus dem Wüstenwind-Adeptorium will. Und wir wissen, dass sie einen Gegenangriff auf Stromfeste unternehmen möchte. Ich kann doch unmöglich an zwei Orten gleichzeitig sein. Das ist nicht ganz richtig. Wenn meine Kraft nicht aufgebraucht wäre, nun lasst uns nicht abschweifen. Ich werde nach Stromfeste reisen und Gareshri warnen. Wir werden dafür sorgen, dass die Stadt gegen den Angriff gewappnet ist. In der Zwischenzeit findet ihr heraus, was im Wüstenwind-Adeptorium vor sich geht. Ich war schon im Wüstenwind-Adeptorium. Was könnt ihr mir sonst noch darüber erzählen? Adeptorien erfüllen die gleiche Aufgabe wie Klöster in anderen Regionen Tamriels. Wüstenwind und seine Adepten haben sich Sankash verschrieben, was wörtlich übersetzt nichts anderes heißt als Orden des Wüstenwinds. Bedenkt bitte, dass es mehrere Eingänge gibt, falls das Haupttor versperrt ist. Gut, ich gehe zum Wüstenwind-Adeptorium. Wir waren da schon. Bitte nicht. Ich muss doch nicht in die Kaverne gehen, oder? Sag bitte, dass ich nur da rein muss. Und nicht in die Scheißkaverne. Igitt. Gut, raus. Das ist natürlich jetzt nicht, ob die. Also rein theoretisch dürften die Wachen uns eigentlich nichts anhaben können, oder? Oder uns... Ach, ist ja auch egal. Wir
gehen zum Wegschrein. Von dort aus springe ich dann nach links. Da müsste ja einer in der Nähe sein. Und dann gucken wir mal. Die Krempen-Quest lasse ich mal erstmal außen vor. Er wird seine eigene Quest haben, aber die zählt im Moment nicht. So. Da ist ein Drache in der Nähe. Hoffen wir mal, dass der mir nicht in den Weg sein wird. Das könnte dann fatal enden. So, das Spiel hat ein Problem mit sich selbst. Ruckelt mal wieder ein bisschen rum. Aber dürfte sich gleich selbst beruhigen. Ich glaube, das war nur ein Ladeschluck auf. Ja. Das war ein Ladeschluck auf. So, hoffentlich muss ich nicht ins Verlies, ey. Nochmal dasselbe. Das wird dann dahingehend enden, dass ich die Verliese nur kurz antipp und dann wieder zurückrenne. Und die nicht machen werde. Was schade wäre. Aber es sieht so aus, als würde das Verlies links liegen gelassen. Sehr schön. Da kann ich da rein und. Und. Versiegelt die Tore. Lasst Euraxias Truppen diesen Ort nicht betreten. Oh, ne. Bitte nicht. Och, ich hasse so eine Scheiße. Warum macht man das? Ich war da doch schon drin. Ja. Erneut gehen wir wieder herein. Oh Mann, ey. Ich hasse das. Wenn die Sachen zweimal machen muss, ne? Und dann Verlies reingeschickt werden. Das hatte ich in Sommersend oder Morrowind. Eins von. Ne, Sommersend war es. Da gab es auch ein Verlies. Da wurde ich 3-4 Mal reingeschickt. 4 Mal in ein Verlies. Ist es zu fassen. Ja, guck mal, das Verlies ist riesig. Gegner habe ich schon gemacht hier. Ja, ich versuche Hoffnung zu haben hier, dass ich schnell durchkomme. Auch sinnvoll, sich vor einen Gegner, der einen mit Feuer angreift, mit schnellem Feuer, Dauerschaden macht, erstmal irgendwas zu zaubern und zu buffen. Macht schon Sinn. Leichenverachtung, das haben wir schon. Grabesfest gab es ein Level-Up. Erhöht eure Chance auf kritische Treffer gegen Feinde mit weniger als 25 Leben pro ausgerüstete Fähigkeit des Grabesfürsten um 5%. Aktuell Bonus ist sogar 10%. Weil ich habe alle beide. Und das wird sogar noch höher. Ja, warum nicht? Mehr Crit heißt schneller Gegner tot. Da kann ich nicht hoch, ne? Ah, Mist. Ich muss den lang. Ich umgehe die. Ah, welches frei?
Gehen wir da lang. Kommt doch gut voran. Sehr gut. Ohne Feindkontakt sind wir sehr schnell durchgekommen. Eindringlinge! Dieser wird euch diesen heiligen Ort nicht betreten lassen. Nochmal zu mich. Ihr seht nicht so aus wie einer der Soldaten der Usurpator-Königin. Wer seid ihr? Was macht ihr hier unten? Ich arbeite mit Garagerie. Ich mürte vor dem Angriff auf das Adeptorium. Deshalb kam ich hier, um zu helfen. Der Sprecher der Mähne schickt euch? Dieser hätte gedacht, dass wir ob der Drachen und der Schlachten im Norden auf uns allein gestellt sind. Samarak kam hier runter, um diesen Pfad zu versperren. Aber inzwischen denkt er, dass die euraxischen Soldaten die Großadeptin suchen. Warum sollte euraxische Soldaten die Großadeptin suchen? In Wüstenwind finden sich viele kajitische Geheimnisse. Und die Hüterin dieser Geheimnisse ist die Großadeptin. Wenn ihr wirklich helfen wollt, folgt Samarak zu den Gemächern der Großadeptin. Nein! An die Tür! Geht und rettet die Großadeptin! Ja, ich komme nicht Samarak durch. Samarak kann das hier nicht lange halten. Wie? Achso. Ach, ich muss es anklicken. Geht! Dieser wird einen anderen Weg hineinfinden. Hey, man hätte es auch immersiv machen können. Einfach ein Stückchen höher, dann wäre ich durchgekommen. Leutnant Lepita. Boss. Status. Schon tot. Muss ich warten. Toll, danke. Scheiß. Scheiß Dauerlaufspiele. Ist da irgendwas zum Lesen? Ne. Haben wir hier mal ein Magazin? Oh, das ist doch kacke. Kommst rein, Boss, tot. Geht doch, warum nicht gleich so? Ihr seid zu spät. Die Großadeptin hat vor ihrem Tod alles offenbart. Ihr seid meinen Kräften nicht gewachsen. Und weg ist sie.